Ja, dieser Aston Martin DB6 oder 6, wie man sagt beim MI6, DB6, der Nachfolger vom James Bond Auto. Und ja, das war nämlich der DB5. Der, was wir alles wissen, ja. Der kostet nämlich ein bisschen was, der da, paar hunderttausend. Ja, ist aber immer noch eine Billigkarre vielleicht im Vergleich zu den Schätzchen, die jetzt zurzeit in Essen stehen. Dort hat nämlich gestern die Oldtimer-Messe Techno Klassiker begonnen. Und was man da so an Lack und Chrom zu sehen bekommt, das kostet schon mal so viel wie ein Mehrfamilienhaus, aber ein großes Mehrfamilienhaus. Mit Vollgas erobern sie die Herzen der deutschen Oldtimer. Der Mercedes-Benz 300 SL, Baujahr 1955, unbestritten der Star auf dieser Messe. Die Nummer 1 der alten Fahrzeuge mit den höchsten Wertsteigerungen in den letzten Jahren. Gut, der Flügeltürer, den haben wir in den letzten, vor 5 Jahren etwa verkauft im Bereich 1 Million, zum Teil auch noch drunter, je nach Qualität. Heute sind wir bei guten Fahrzeugen wie diesem jetzt zum Beispiel bei 1,9 Millionen. Macht einen satten Gewinn von 900.000 Euro. Historische Fahrzeuge als wertvolle Kapitalanlage mit lukrativen Renditen von durchschnittlich 10% im Jahr locken Oldtimer längst nicht mehr nur Freaks, sondern vor allem auch potenzielle Geldanleger an. Der Deutsche Oldtimer-Index, den der Verband der Automobilindustrie seit 1999 jedes Jahr herausgibt, zeigt, die Preise für Oldtimer steigen immer weiter an. Um 5,6% legte der Index im vergangenen Jahr zu. Wenn ich jetzt mal 20.000 Euro mir anschaue, was ein durchschnittliches, gutes Auto durchaus kostet dann, und ich habe 10% Wertsteigerung, habe ich 2.000 Euro im Jahr Gewinn. Daran muss ich dann abziehen, meine Garagenkosten möglicherweise und die Versicherungen, sodass wir also dort ungefähr noch mit einem Überschuss von 1.000 Euro rechnen können. Was natürlich bei 5% netto immer noch im Vergleich zur Tagesgeldanlage ein guter Wert ist. Seit der Pleite der US-Bank Lehman Brothers 2008 sind Oldtimer besonders heiß begehrt. Vor allem Rennwagen der 30er und 50er Jahre. Und nicht nur die ganz großen Autolegenden, sondern auch günstigere Marken können mitreden. Der Essener Borchwardt-Club zum Beispiel freut sich ebenfalls über Wertsteigerungen von 10-15%. Doch ausgerechnet der Händler sieht die explodierenden Preise kritisch. Also ich finde es nicht besonders gut, um ehrlich zu sein. Es ist sicherlich für den einen oder anderen eine Wertanlage, ganz klar, dass er sein Geld momentan gerne in sogenanntes Garagengold anlegt. Aber irgendwann ist auch das Ende der Fahnenstange erreicht, dann wird der große Crash kommen, wie wir es schon mal vor ein paar Jahren in der Oldtimer-Szene hatten. Dann ist es natürlich so gewesen, dass einige Händler dann ihre Existenz aufs Spiel gesetzt haben dabei. Außerdem sei es beim Kauf eines Oldtimers wichtig, sich von Experten beraten zu lassen, vor allem bei nicht restaurierten Wagen. Ja, man sollte das Fahrzeug erstmal in technischer Hinsicht beurteilen. Man sollte natürlich auch die Karosserie prüfen und schließlich noch darauf achten, ob das Fahrzeug sich in einem Originalzustand befindet. Und auf jeden Fall, wenn es ein Händler sein sollte, alle Unterlagen sich zeigen lassen. Und nicht zu vergessen, der Spaß am Fahren, Geldanlage hin oder her. Für die meisten Oldtimer-Liebhaber geht es am Ende doch um die Begeisterung für die Schmuckstücke.